Guten Abend. Die Hitzewelle am Mittelmeer, die bleibt auch weiter bestehen. Auch heute lagen da die Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. Da ist es bei uns in Mitteleuropa doch deutlich angenehmer. Bei uns stiegen die Temperaturen auf 25 bis 32 Grad und nur über die Mitte zogen auch mal dichtere Wolkenfelder. Jetzt in der Nacht sinken die Werte am Oberrhein bis 20 Grad. Kühler wird es zum Beispiel im Bergischen Land oder auch in der Oberpfalz mit 12 Grad. Und heute Nacht ist es häufig klar, in der zweiten Nachthälfte aber kann es aus der Schweiz und aus den Alpen heraus einige Schauer und Gewitter geben. Die werden dann aber schnell wieder in sich zusammenfallen und so erwartet uns ein freundlicher Vormittag. Das allerdings ändert sich am Nachmittag. In der schwülen Luft entwickeln sich dann Schauer und Gewitter hier vom Schwarzwald bis etwa zum Thüringer Wald. Und auch in Bayern ist so ganz lokal mal ein heftiger Gewitterschauer nicht ganz ausgeschlossen. Auch im Nordwesten ändert sich was, denn von der Nordseeküste ziehen dichtere Wolken heran, die auch Regenschauer dabei haben. Deswegen steigen morgen dort die Temperaturen nur so auf 22, 23 Grad. Sonst werden es 26 bis 31 Grad. Und in den nächsten Tagen geht es sehr sommerlich weiter bei Temperaturen bis 30 Grad. Am Sonntag. Guten Abend.